Hallo! Zu einem neuen S-Lab-Video. Offensichtlich hat ein älteres Video von mir zur RK68 der Firma Royal Clutch ganz gut gefallen, weswegen sie so großzügig waren, jetzt hier die RK84 kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber und soweit gleich zum Disclaimer, das ist kein Sponsoring in dem Sinn, ich bin vollkommen frei, was auch immer ich jetzt dazu sage. Und übrigens die RK68 hier auf der anderen Seite, die hatte ich von meinem selbstverdienten Geld bestellt. Ja, und nun hatte ich hier die RK84 und dachte mir, okay, kompaktes Video, da bin ich schnell durch. Sind halt einfach sozusagen mehr Tasten, weil es eine 84% Tastatur statt einer 68% Tastatur ist. Und ansonsten alles wie gehabt, abgesehen davon, dass es sich hier bei der RK84 natürlich um rote Schalter anstelle von blauen Schaltern bei der RK68 handelt. Zum Soundvergleich nachher dann natürlich noch mehr, aber beim Auspacken konnte ich dann tatsächlich erstaunliche Unterschiede feststellen, die für eine Kaufentscheidung durchaus relevant sein können. Um es gleich vorwegzunehmen, abgesehen natürlich von der flexibleren Tastenbelegung, die sich aufgrund der an der RK84 verfügbaren zusätzlichen Leiste von Funktionstasten ergibt, hier oben, finden sich bei der RK84 einige weitere Verbesserungen, weswegen ich mich inzwischen definitiv für die RK84 entscheiden würde, aber die RK68 ist von der Bemaßung her kompakter und besticht durch ihren deutlich günstigeren Preis. Sie hat mir schon ein ganzes Jahr lang hervorragende Dienste geleistet. Die Art der Schalter bzw. Switches ist hierbei für die Entscheidung nicht relevant, denn man kann sowohl die RK68 wie auch die RK84 entweder mit roten, braunen oder blauen Schaltern haben. Ich weiß nicht, ob Royal Clutch die komplette Serie, also die 68er bis hoch zu den 100% Tastaturen komplett neu aufgelegt hat oder ob die spannenden Unterschiede zwischen RK68 und RK84 schon von Anfang an bestehen. Wie das ganz genau ist, frage ich beim Hersteller nochmal nach und pinne es dir dann unten in die Kommentare ganz oben an. So, nun erstmal zu den Ähnlichkeiten. Beide Tastaturen sind durch ihr nicht unerhebliches Eigengewicht mit sanften Gumminoppen schön stabil auf dem Schreibtisch platziert. Beide können direkt über USB-C-Kabel oder auch per Bluetooth betrieben werden. Bis auf die RK84, die hat dann sogar auch noch optional eine USB-Verbindung über Funk mit dabei. An beiden Tastaturen sind über die Fn-Taste unterschiedliche Multimedia-Funktionen, sowohl an Mac wie auch PC steuerbar, aber es können natürlich auch zahlreiche Farbanimationen in unterschiedlichen Varianten und Geschwindigkeiten abgerufen werden, auch dazu später mehr. Netterweise werden zu beiden Tastaturen jeweils ein Werkzeug zum Herausnehmen von Tastenkappen und Schaltern mitgeliefert und es sind auch jeweils noch ein paar Ersatzschalter mit dabei. Selbstverständlich auch ein USB-A zu USB-C Anschlusskabel, das entweder für den kabelgebundenen Betrieb sowie zum Aufladen der Batterie verwendet werden kann. Jetzt komme ich zu den Unterschieden zwischen RK68 und RK84. Wie vorhin schon gesagt, klar hat die RK84 zusätzlich ansteuerbar die besonders für Windows unverzichtbar praktischen Funktionstasten, also oben hier eine Tastenreihe mehr, aber das Überraschung sagt der Name selbst ja schon. Damit es keine Verwechslung gibt, ich möchte hier natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Funktionstasten auch bei der RK68 abrufbar sind, jedoch über den kurzen Umweg der Fn-Taste. Dann kommt man hier oben auch ran. Magnetfüße, die sich hinten anklipsen lassen. So, schaut mal hier. Ja. Wie praktisch ist das denn? Das ist für mich jedenfalls neu und kannte ich bisher noch von keiner anderen Tastatur. Finde ich super spannend. Das macht die Füße super stabil und also nahezu unkaputtbar. So sieht das Ganze hier aus der Nähe aus. Aber es besteht darin natürlich jetzt auch das Risiko, dass man die Füße im Fall der Fälle beim Transport verlieren kann, weil sie nicht fest verbunden sind. Ich meine jetzt die Füße der Tastatur, nicht die eigenen Füße. Bei der RK84, ebenfalls neu, gibt es jetzt auch einen abnehmbaren
wunderbaren Rahmen, wie ich das bisher nur von der Klimmshift kannte. Das Video dazu verlinkt hier rechts oben. Das macht die Tasten beim Wechseln der Schalter noch etwas besser zugänglich. Und andererseits kommen die Farbanimationen ohne den Rahmen von außen noch intensiver zur Geltung. So, schalten wir das mal an hier nochmal, das gute Stück und die andere auch. Das tritt hier gar nicht so sehr in den Vordergrund, zumindest von der Seite betrachtet bei der RK68. Apropos Farbanimationen, eine komplette Übersicht der Farbanimationen der RK68 findest du in meinem Video zur RK68 selbst, beziehungsweise, falls ich irgendwann noch einmal Zeit finde, nicht komplett durch alle Farbanimationen der RK84 durchzuarbeiten, dann verlinke ich dir das neue Video ebenfalls hier rechts oben. Jetzt schauen wir uns das nochmal aus der Nähe an und ihr seht hier, da ist so ein leichtes Flackern in diesen Farben von der Tastatur. Das flackert, weil die Flackerfrequenz der Tastatur und die Bildfrequenz, mit der die A6700 das Bild gerade aufnimmt, sich so ein bisschen aneinander reiben. Ich hatte übrigens die Frequenz vorhin passend für die RK68 eingestellt. Hier seht ihr, dass es also ganz ruhig wirkt und kein Flackern, abgesehen natürlich von den Farbverläufen, die sowieso da gestellt werden sollen. Also was ihr hier bei der RK68 seht, das entspricht eher dem visuellen Eindruck. Und der Trick, mit dem ich das gemacht habe, der ist, wie ihr hier oben bzw. links unten in der Ecke im Kameramenü seht, mal ein kleiner Blick hier auf diesen Kontrollbildschirm, 96,6 Frames per Second. Das ist die Bildfrequenz, mit der ich das abgreife. Hat nichts zu tun mit den Bildern pro Sekunde, in denen ich das dann schreibe. Aber durch diesen genauen Wert konnte ich das sehr gut mit der RK68 synchronisieren. Ich müsste jetzt für die RK84 noch mal ein bisschen Feintuning machen, aber die Möglichkeit für das Feintuning bietet eben die A6700. Die habe ich zum Beispiel in der Sony A74 nicht, diese Möglichkeit. Es kommt auch demnächst noch mal ein ganz spezielles Video zur A6700. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Neuerung, und die finde ich besonders gut, denn der Teufel steckt immer im Detail. Statt eines einfachen USB-C-Zugangs, wie in der RK68, hat die RK84 zwei weitere USB 2.0 Anschlüsse, sodass die Tastatur im kabelgebundenen Betrieb zusätzlich noch als USB-Hub verwendet werden kann. Wie praktisch ist das denn? Wenn die RK84 jetzt gleich noch die USB-Signale der angeschlossenen Geräte mit übertragen würde und die externen Geräte mit Batteriestrom versorgen, das wäre perfekt, aber auf ein zusätzliches USB-C-Kabel zum Computer hin kommt es ja dann eigentlich auch nicht mehr an. Und wo wir schon bei den Details sind, Royal Clutch hat sich doch tatsächlich nicht nehmen lassen, mit der RK84 ein USB-A zu USB-C Kabel mitzuliefern, das aber über diesen Trick hier ganz einfach in ein USB-C zu USB-C Kabel verwandelt werden kann. Das lohnt sich jetzt in dem Fall für mich besonders bei der Verwendung zusammen mit meinem neuen, gebrauchten, uralt Mac Mini, der mehr USB-C Anschlüsse als USB-A zur Verfügung hat. Zusammengefasst kann man sagen, sowohl RK68 als auch RK84 kommen in äußerst solider Verarbeitung daher. Toll ist, dass man bei beiden Modellen zwischen roten, braunen und blauen Schaltern wählen kann. Wer sich die Zeit nehmen will, kann per Software am PC die ohnehin schon zahlreichen Beleuchtungsprogramme durch eigene Konfigurationen ergänzen. Der deutlich erweiterte Funktionsumfang der RK84 rechtfertigt meines Erachtens dennoch den fast doppelten Preis. Schau dir ruhig noch einmal die hier rechts oben bzw. in der Videobeschreibung verlinkten Videos an, dann freut sich der YouTube-Algorithmus, dass sich ein paar Wesen in diesem Universum für die mit großer Liebe zum Detail erstellten S-Lab-Videos interessieren. Zum Schluss noch, wie versprochen, ein detaillierter Tippvergleich zwischen roten und blauen Schaltern. Abgesehen davon, dass ich den Sound heute über das CKMO war
SMX3 die ganze Zeit zur Verfügung gestellt habe. Ich habe nur hier nochmal ein Backup im Sony-Mikrofon aufgenommen. Jedenfalls diese zwei Mikrofone hier, ZPC1 von Zoom, das ist ein Mikrofonpaar, geeichte Mikrofone. Die haben eine Richtcharakteristik, die einer Niere entspricht, also ziemlich direktional. Und diese beiden Mikrofone, die sind jetzt hier direkt auf die Tastatur gerichtet. Das heißt, normalerweise, wenn man tippt oder vielleicht im Raum noch Umgebungsgeräusche sind, niemand hört so genau hin, wie wir jetzt hinhören werden. Also erschreckt nicht von der Präsenz der Tippgeräusche. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, weil, wie gesagt, sehr fokussiert hier aufgenommen. Hier geht es direkt um den Vergleich zwischen roten, blauen und braunen Schaltern, beziehungsweise ich habe im Vergleich dazu jetzt auch nochmal zwei andere ähnliche Beispiele dabei. Ganz am Anfang die blauen Taster, die sind hauptsächlich bei den Gaming-Leuten eher beliebt. Die klingen in etwa so. Ich versuche immer den gleichen Satz zu schreiben, nämlich Hallo, wie geht es dir? Fragezeichen. So klingt das mit blauen Tasten. Fragezeichen war ein bisschen lauter. Enter-Taste, Escape, Space-Taste, Windows-Taste, die blauen Schalter. Hier im direkten Vergleich dazu mal eine klassische, das ist eine Logitech-Tastatur. Hier sind auch ein bisschen die Subfrequenzen noch mit drin. Ich habe aber diese beiden Mikrofone extra nochmal über eine Schaumgummifläche so ein bisschen vom Tisch separiert. Also ich frage nochmal den Satz, hallo, wie geht es dir? Ja, das sind sozusagen gar keine mechanischen Schalter, ein klassisches Modell. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter und zwar braune Schalter. Ich habe diese Tastatur vorhin im Video erwähnt. Das ist hier tatsächlich die Klimmshift mit auch dem abnehmbaren Rahmen hier, wie man hier sieht. So klingen also braune Schalter im Kontrast zu den vorherigen. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir denn? Fragezeichen. Ja, die Enter-Taste, Escape und Space und Windows. Ne? So, und jetzt hier ganz kostbar und neu die RK84. Da hören wir uns jetzt mal direkt in die roten Schalter rein. Klingt ungefähr so. Ich finde die ein bisschen höher vom Ton her. Wir haben hier eine Enter-Taste, Escape, Space, Windows. Ja, so klingt die Tastatur. Und letztendlich gibt es da kein besser und schlechter. Entscheidend ist, was dir vom Geräusch her am besten gefällt. Und im Kontrast zu diesen roten habe ich hier nochmal was ganz Spannendes, das auch wieder aus dem Hause Klim. Das sind auch rote Schalter, aber halbe rote Schalter, also nur halb so hoch, kürzerer Schaltweg, klingen wesentlich anders wieder, ist vielleicht auch in einem gewissen Zusammenhang mal interessant. Beziehungsweise jetzt kommt der Satz, hallo, wie geht es dir denn? Fragezeichen. Hat mich kurz verschrieben, ist aber irrelevant für diesen Audiotest gewesen. Und insofern die Enter-Taste, Escape, Space. Ne? Gut, machen wir hier gleich nochmal einen Direktvergleich. Rote und halbrote Schalter. Ja. So. Und dann haben wir jetzt hier nochmal braune und blaue. Die sind nämlich auch anders als die roten, so ein bisschen, die haben, wie man hier sieht, so ein bisschen Widerstand. Während des Schaltwegs, das ist bei den roten nicht der Fall. Auch die braunen haben so einen kleinen Widerstand, klingen insgesamt natürlich ganz anders. Hier nochmal im Direktvergleich. Also braun und blau. Soweit, so gut. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Klick demnächst mal wieder rein. Alles Gute.